Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Let's Show Minecraft Episode. Heute geht es um das ehemalige Hotel zur Waldburg in Remagen. Im 19. Jahrhundert begann die Zeit der Rheinromantik. Viele berühmte Dichter verfassten Reiseberichte über die Rheinlandschaft. Die Landschaftsmalerei wurde sehr populär und immer mehr Touristen wollten sich ein eigenes Bild vom Rhein machen. So wurde dann am 20. März 1867 ein Verschönerungsverein in Remagen gegründet, mit dem Zweck, die Schönheit der Landschaft für jedermann erlebbar zu machen. Es wurden Grundstücke erworben, die eine besondere Aussicht auf den Rhein boten, Wege wurden angelegt und alles begann mit einem Pavillon mit einer großen Terrasse. Im Jahr 1898 begann der Verein dann an der Stelle des Pavillons ein Restaurantgebäude, das Hotel zur Waldburg, zu errichten. Die Baukosten betrugen 28.335 Mark. 2 Jahre später, am 6. Januar 1900, wurden bereits die ersten Gäste empfangen. Das ursprüngliche Gebäude, das aus dem Turm, dem markanten Fachwerkaufbau und dem großen Gastraum mit den 4 Bogenfenstern sowie 5-eckigen Pavillon bestand, wurde ab 1908 immer wieder durch Anbauten erweitert. In der NS-Zeit drohte dem Verschönerungsverein Remagen die Enteignung der Waldburg. Um dem zu entgehen, verkaufte der Verein die Immobilie 36 Jahre nach der Eröffnung an das Ehepaar Pilger für einen Kaufpreis von 37.500 Mark.
Nach dem Zweiten Weltkrieg modernisierten die Pilgers das Hotel mit den insgesamt 17 Betten. Zu der Zeit entwickelte sich die Waldburg zu einem beliebten Ausflugsziel, um nach einem ausgiebigen Waldspaziergang auf der weiträumigen Terrasse einzukehren und das Rheinpanorama zu genießen. Von dieser Terrasse aus konnte man auf die Apollinariskirche blicken und bis ins Siebengebirge zum Drachenfels schauen. Zur Zeit der Betriebsausflüge in den 50er Jahren fuhren an den Wochenenden ganze Buskonvois die Waldburgstraße hinauf. Daher wurde eine Doppelkegelbahn in einem angebauten Nebentrakt installiert. Um noch mehr Gäste bewirten zu können, wurde eine geräumige Halle in Holzbauweise gebaut, die Platz für bis zu 1000 Gäste bot. In den 1960er Jahren ging das Interesse an der Rheinromantik leider verloren und dementsprechend waren die Gästezahlen rapide gesunken. Thank you.
1970 wurde der Betrieb von letzten gastronomisch aktiven Inhabern geschlossen und seitdem verfallen die Gebäude. Die ehemalige Terrasse ist nur noch zu erahnen, weil die Natur sich das Areal von über 7000 Quadratmetern nach und nach zurückerobert. Die Schumachers hatten bereits zu dieser Zeit die Vision, aus der Waldburg ein Seniorenheim mit erweitertem Hotel- und Restaurantbetrieb zu machen. Dies scheiterte aber vor allem an der zuständigen Behörde, die sich nicht zu der erforderlichen Baugenehmigung durchringen konnte. Vier Jahre nach der Schließung kehrte 1974 ein letztes Mal das Leben in die Waldburg zurück. Da die große Karnevalsgesellschaft Narrenzunft Remagen 1933 e.V. keine geeignete Lokalität für die Proklamation ihres Prinzenpaares fand, öffneten die Schumachers nebst Seniorchefin Annie Pilger aus diesem Anlass ihr Haus für diese eine Karnevalsveranstaltung. Handwerklich begabte Karnevalisten erneuerten im Saal ein paar marode Fußbodenbretter. So belebten rund 700 Freunde des Karnevals für einige Stunden noch einmal das aufgegebene Hotel. 1994 wurde die Immobilie erneut verkauft. Immer wieder gab es weitere Pläne für eine neue Nutzungsmöglichkeit, allerdings wurde bis heute nichts davon in die Tat umgesetzt. Inzwischen dient diese verwunschene, verlassene Ruine als Fotomotiv für Menschen, die sich für Lost Places interessieren. Mit diesem fantasievoll gestalteten Nachbau der Fassaden wollten wir einmal das Erlebnis nachempfinden, wie dieses Schmuckhotel von vor über 100 Jahren im unbeschädigten Zustand wohl ausgesehen haben könnte. Die Umgebung ist treu erfunden. Unser Fazit: Es ist sehr schade, dass so ein altehrwürdiges Hotel von 1898 mit diesem fantastischen Blick ins Siebengebirge zu einem Lost Place wird. Die ganze ursprüngliche Architektur ist sehr besonders gewesen,
mit dem imposanten Treppenturm, den prächtigen Rundfenstern und dem authentischen Fachwerkaufbau. Wir vermuten, dass dieser fünfeckige Anbau eine Anspielung der Kölner Architekten auf die Anfänge auf dem Viktoriaberg waren. Im Jahr 1870 wurde diese Anhöhe als Zeichen der Verehrung der preußischen Kaiserin Viktoria umbenannt.